Hallo und herzlich willkommen zur Studierendenrunde zum virtuellen Infotag der Hochschule Trier. Wir befinden uns hier in der Campus WG am Campus Gestaltung und wollen uns heute mal ein bisschen über das Leben, Studierendenleben an und um den Campus in Trier sowie auch in Birkenfeld oder den Gestaltungscampus unterhalten. Dazu freue ich mich, meine Gäste begrüßen zu dürfen. Zu meiner Linken direkt neben mir Annika Kiefer, Vorsitzende des AStA, das ist der Allgemeine Studierendenausschuss. Und direkt daneben Vanessa Kreit, sie studiert auch am Hauptcampus oben am Schneidershof, und zwar Wirtschaftsingenieurswesen im Master. Und zu meiner Rechten begrüße ich Luisa Schmidt vom Campus Birkenfeld. Du studierst auch im Master. Umwelt und Betriebswirtschaft. Eins weiter noch die Laura Schreiber, sie studiert hier am Campus Gestaltung Modedesign. Freut mich, dass ihr alle hier seid. Vielen Dank, dass ihr es einrichten konntet. Ja, im ganzen Sinne einer Begrüßungsrunde würde ich vielleicht mit euch erstmal drüber sprechen, was euch überhaupt nach an die Hochschule Trier verschlagen hat, wo ihr herkommt, also wo ihr vorher gewohnt seid. Vielleicht fängst du einfach an, Annika. Klar, gerne. Wo kommst du denn her? Ich komme aus dem Saarland. Ist gar nicht so weit weg von Trier. Das ist eigentlich direkt so gefühlt neben dran. Ich habe vorher woanders studiert, das war mir ein bisschen zu weit weg und dann habe ich mich für Trier entschieden, weil das eigentlich ganz nah liegt und das, was ich im Saarland hätte studieren können, ist halt nicht das, was ich hier studiere. So, ja. Also du studierst Informatik, ja. Richtig. Du hast jetzt gesagt, du hast vorher auch woanders studiert. Wo war das dann? Im Saarland selber? Nee, ich habe am Umweltcampus in Birkenfeld studiert. Ah, okay. Das war dann allerdings einfach von der Zugverbindung her ein bisschen schwieriger. Trier ist dann ein bisschen besser. Mittlerweile wohne ich ja auch hier. Und das, was ich halt im Fachbereich Informatik studiere, gibt es halt nur hier in Trier so. Im Saarland. Dann machen wir vielleicht direkt mit dir weiter. Wie gesagt, du bist ja noch am Campus Birkenfeld. Was hat dich denn zu dem Studium da bewegt? Also ich komme eigentlich aus Baden-Württemberg. Ich kannte die Hochschule Trier gar nicht vorher. Habe dann im Internet nach nachhaltigen Studiengängen gesucht und war dann auch beim Tag der offenen Tür. Und ich fand es einfach richtig cool dort. Ich fand den Vibe cool und wollte gleich dort bleiben. Hast du quasi dann direkt im folgenden Semester dich beworben und auch eingeschrieben? Ja, genau. Cool. Dann machen wir mal mit dir weiter, Vanessa. Wo kommst du her? Ich komme gebürtig aus Trier, also bin dann hier geblieben, das Studium, weil ich eigentlich nicht so gerne wegziehen wollte. Das hat mir nicht so zugesagt, dann alleine irgendwo hinzuziehen. Hast du denn gewisse Städte in Erwägung gezogen außer Trier oder hast du wirklich von Anfang an gewusst, ich will hier bleiben? Ich hatte tatsächlich überlegt, nach Kaiserslautern zu gehen. Da gibt es ja auch Maschinenbau bzw. Wirtschaftsingenieurswesen. Oder Aachen, aber das ist halt auch nochmal eine andere Nummer. Also, das kennt man ja. Ich wollte auch an der Hochschule gehen und nicht an der Universität, weil mir da halt das Lehrkonzept da besser gefällt. Also, man ist da halt näher an den Professoren dran. In Aachen ist man halt praktisch nur eine Nummer. Ja, du sprichst also, von der RWTH Aachen, glaube ich, ne? Ja, genau. Also, generell auf einer Uni ist man halt einfach. Eine Nummer. Ja, man hat nicht so den persönlichen, Kontakt zu den Professoren, zu den Bibis, zu den Assistenten, zu allen Studierenden. Also man kennt sich halt auch besser untereinander. Ja, finde ich ja cool, dass du hier aus Trier kommst und dann auch sagst, ich will hier bleiben, mir gefällt es dir gut. Mir gefällt es dir auch sehr gut. Der Laura, glaube ich, auch. Du kommst ja auch aus NRW, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht erzählst du auch noch mal gerade, wo du herkommst und wie du überhaupt auf Modedesign in Trier gestoßen bist. Ich komme eigentlich aus Köln, also aus der Nähe von Köln. Und habe dann nach einem Abi mir überlegt, dass ich gerne Modedesign studieren möchte. Und dann so geguckt. Und es gibt halt generell nur 6 staatliche Hochschulen in Deutschland. Und privat war einfach nicht drin, so sprach mir auch nicht an. Und dann kam. Kostet ja auch eine Menge, glaube ich, ne? Ja, ganz schön viel Geld. Dafür, dass der Abschluss nachher nicht so anerkannt wird wie ein staatlicher meistens in den meisten Firmen. Und dann kam Trier, gibt es halt Berlin, Pforzheim, also in vielen kleinen Städten gibt es eigentlich, also Berlin ist vielleicht eine große Stadt, aber trotzdem. Ja. Und dann halt Trier. Und Trier hat halt den Vorteil, dass es der älteste Studiengang ist, den es gibt für Modedesign in Deutschland. Und damit auch ein relativ generell auch relativ bekannt ist. Also ich war in der Kunstschule vor dem Abi und da kannten auch schon meine Kunstlehrerin, fand damals auch Trier als Ort, wo man Modedesign studieren konnte. Und auch von meinem Ex-Freund, die Mutter kannte Trier als Standort. Und dann kam irgendwie Trier so als
Option, dann bin ich hergefahren zur Machenberatung. Und dann hat mir der Campus super gut gefallen. Also es war super schön, hier anzukommen. Und dieses weiße Gebäude, das sah irgendwie alles sehr gut aus. Und dann waren auch die Professoren super nett. Und dann hatte ich meine Eignungsprüfung. Und wir haben sofort uns alle gut verstanden. Und dann haben wir uns abends auch noch nach der Eignungsprüfung zusammengesetzt. Und dann war irgendwie klar, obwohl einige auch in Hamburg genommen worden sind, in Berlin. Den meisten waren irgendwie klar, okay, wir gehen nach Trier, weil einfach dieses Familiäre und dieses, dass du sofort die Leute kanntest und die höheren Semester waren da, um uns zu unterstützen bei der Eignungsprüfung und sowas. Und das war einfach sofort, hat so geklickt. Ja. Hast du quasi sofort wohlgefühlt hier? Ja, es war so irgendwie so Großstadtleben ist das eine. Und das eine ist, du hast so deine Anonymitäten, hast du dein ganzes Ding. Und das andere ist so, du bist frisch aus der Schule, du hast keine Ahnung, dass du auch wirklich jetzt wegziehen willst oder nicht. Und dann kommst du an so einen Campus, der halt super familiär ist. Und dann fühlst du dich halt wohl und bist nicht so alleine. Und bist du dann damals auch quasi direkt nach Trier gezogen, in eine Wohnung oder im Studierendenwohnheim? Ja, genau. Ich bin erst in das Wohnheim gezogen und habe dann erst im Wohnheim gewohnt für 1,5 Jahre. Und das war schon auch sehr entspannt einfach so, weil man halt vor allen Dingen spontan, also bei uns war es so, dass wir 2 Wochen vor Schulbeginn die Antwort bekommen haben, wir sind genommen worden. Und dann was zu finden ist schon schwierig, also dann sofort was zu finden. Und dann war das irgendwie easy, da schon einzuziehen. Ja, 2 Wochen ist ein Zeitfenster für eine Wohnung. Ja, und damals war auch Trier jetzt noch nicht so leer, wie es heutzutage im Moment ja gerade ist, was Wohnung angeht, sondern es war schon sehr, sehr viel. Und dann. Ist das das Studien- und Wohnheim hier direkt am Campus gestaltet? Nee, ich habe noch nie nicht gewohnt. Ah, okay. Das heißt, jetzt so ein Fußweg zur Hochschule 10, 20 Minuten? Ja, das war am Anfang, dachte ich mir so, ach, das ist ja nah. Also für mich war es so, wow, Viertelstunde bis zu der Uni. Ja, wie man in Trier wohnt, das ist weit aus Trier. Aber doch, es war, geht voll fit, also 10 Minuten mit dem Fahrrad zur Uni zu laufen. Und du bist halt relativ schnell noch in der Uni, so als Interforst. Und nach diesen 1,5 Jahren Ankommen im Studierendenwohnheim, wo hast du dich dann hin verschlagen, in der WG oder wohnst du immer noch alleine? Dann war ich erstmal im Auslandssemester und dann habe ich in der WG gewohnt und dann war ich, jetzt wohne ich wieder alleine in der Innenstadt. Okay. Direkt am Hauptmarkt. Und das ist ja sehr viel entspannter. Ja, das ist nochmal ein Ticken mehr als alleine, glaube ich. Ja. Wie sieht das bei den anderen aus? Vielleicht fange ich mal hier beim Hauptcampus weiter. Anni, du bist ja auch nach Trier gezogen, hast du ja erzählt aus dem Saarland und hast auch aufgrund dessen überhaupt dich für den Hauptcampus entschieden. Genau. Wie war das dann? Wie bist du in Trier angekommen? Wo bist du untergekommen? Das war bei mir echt ziemlich lustig. Also ich hatte eine ziemlich spontane Reaktion, so dass ich dann wechsle von Birkenfeld nach Trier. Und das Ganze lief so im Februar ab. Ich habe mich beworben. Das hat dann auch eigentlich ziemlich gut geklappt. Ich wurde genommen. Ich habe mir den Campus vorher nicht mal angeguckt. Ich habe einfach gesagt, so, ich gehe nach Trier, aber ich wollte die Hochschule nicht wechseln. Und dachte mir schon, wird schon irgendwie gut sein. Habe dann online nach WGs gesucht und war so in 5 verschiedenen Castings. Und das letzte Casting war dann in der WG, in der ich jetzt wohne. Das ist eine 8er WG. Das ist schon eine große Zahl. das sind schon ein paar Mitbewohner, aber es fühlt sich gar nicht an wie so 7 Leute. Also meistens sind wir nicht alle da so. Also es ist unterschiedlich so. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so auf einem Stockwerk, also ja, eine Wohnung? Ah, ja. Es ist über einem Stoffladen, das heißt unter uns ist ja nicht viel. Man kann ziemlich gut Party machen. Das macht aber die Stockwerke über uns auch ganz gerne. Da wohnen halt auch größere WGs. Aber es ist eigentlich ganz lustig so. Also es ist wie so ein, das ist eigentlich ähnlich, finde ich, wie in so einem Wohnheim so. Man hat so sein eigenes Zimmer und kommt auch mal vor, dass irgendwie das Nachbarzimmer lauter ist. Aber man hat halt eine Gemeinschaftsküche, ein Wohnzimmer und Badezimmer, wenn man das teilt. Aber man hat halt immer jemanden. Also man ist nicht allein auf sich gestellt, hat aber auch, also zumindest bei uns, das so die Zeit und die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und auch seinen eigenen Space so zu nutzen und sich frei zu fühlen. Das ist eigentlich ziemlich entspannt. Ja, ich stelle mir auch vor, gerade in Zeiten der Pandemie ist das bestimmt schön, wenn man einfach immer ein bisschen Action zu Hause hat. Also auf jeden Fall. Irgendjemand wird ja bei euch immer da sein, sage ich mal, bei 8 Leuten. Es ist halt, also wir sind auch während
der Pandemie ziemlich zusammengewachsen. Ich bin einen Monat vor der Pandemie hergezogen, war so richtig so, boah geil, Studileben, ich komme nach Trier, habe einen Job in einem Restaurant angefangen, ich war so richtig, ich habe mich so richtig drauf gefreut. Nach einem Monat kam dann Corona, das Restaurant hat zugemacht, ich durfte nicht mehr arbeiten, ich durfte nicht raus, ich war nicht am Campus, es war einfach nichts und ich habe mich nur in meinem Zimmer gehockt. So. Und ich glaube, wenn ich zu dem Zeitpunkt alleine gewohnt hätte oder in einem Wohnheim niemanden gekannt hätte, hätte ich durchaus viel mehr Probleme gehabt, mich irgendwie im Studium zurechtzufinden. Aber ich hatte echt Glück, also auch eine Kommilitonin von mir wohnt bei mir in der WG. So, das war halt echt super. War ein ziemlicher Glücksgriff. Ja. Ja, freut mich, dass du da dann trotz Pandemie quasi einen guten Anschluss gefunden hast. Weil das fällt, glaube ich, vielen neuen Studierenden auch gar nicht so leicht, gerade in diesen Zeiten von Online-Lehre und so. Aber wir hoffen ja alle, oder beziehungsweise bewegt sich ja alles wieder in Richtung Präsenz. Das heißt, wir freuen uns darauf. Versuche das ein bisschen zu ignorieren, dass das Studierendenleben während der Pandemie vielleicht nicht ganz so bunt ist, wie es normalerweise ist. Ja. Ich mache mal direkt weiter bei dir, Vanessa. Du bist auch am Hauptcampus oben, der ist ja auf dem Berg. Wohnst du auch wieder in Trier? Ja, ich wohne in Trier Süd, also vorher. Du kanntest dich ja vorher schon super aus. Genau, ich komme ja von hier, also ich habe auch zu Beginn meines Studiums noch bei meinen Eltern gewohnt. Habe halt dann entschlossen, so kurz bevor ich meine Bachelorarbeit angefangen habe, so jetzt ziehe ich mal in die Stadt. Mhm. Ja, das war dann im Dezember 2019, also auch so einen Monat vor Pandemiebeginn, mit dem Gedanken auch, ja, ich will auch mal das Partyleben, Studentenleben im Master halt so richtig dann auskosten. Ja, gut, 2 Jahre später. Wir wissen ja alle, was da war. Ja. Also nicht viel. Das stimmt, ja. Na gut, aber ich glaube, das geht halt leider allen so. Man kann es halt auch nicht ändern. Das hat halt auch an sich so mit dem Studium nichts zu tun. Hm. Man hilft sich ja irgendwie dann anders. Man macht dann halt mit Freunden was, sofern es halt in den Pandemiebedingungen möglich war. Ich bin dann auch in die WG gezogen, also habe dann auch halt auch mit den Mitbewohnern, da hat man sich dann auch mal abends zusammengesetzt oder so. Also ich glaube, wäre ich da wirklich alleine gewesen, das ist wie bei Annika, das hätte nicht gut geendet. Ja, da fehlt einem dann so ein bisschen auch die Sinnhaftigkeit, wenn du gerade sagst, du hast vorher bei deinen Eltern gewohnt und so ein bisschen rauskommen und dann sitzt man alleine in seiner Wohnung, das stelle ich mir auch nicht so schön vor. Vor allem während die Bachelorarbeit halt, also man sitzt dann wirklich nur die ganze Zeit rum am PC und macht halt nichts mehr. Ja. Das ist halt... Ist nicht gut für den Ausgleich. Ist nicht gut für den Ausgleich, genau. Ja, und dann zuletzt noch zu dir. Bei euch ist das ja alles ein bisschen anders in Birkenfeld. Ich muss persönlich sagen, ich war selber noch nie da bei euch am Campus. Leider, weil ich habe schon echt coole Sachen gehört. Und zwar, ihr wohnt ja quasi, also der Großteil von euch wohnt ja quasi auf dem Campus, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, das stimmt. Also wir haben 8 Wohnheime. Insgesamt gibt es so über 750 Plätze. Ziemlich viele Einzelapartments, aber auch WGs und ist eigentlich ziemlich cool. Also es ist wie so eine kleine Familie, man trifft dann doch wieder immer die gleichen. Und man lebt quasi auch nicht, also vor allem im Sommer nicht nur in seiner Wohnung, sondern man kann immer rausgehen, auf dem kompletten Campus rumlaufen, sich irgendwo auf die Wiese chillen oder ja, genau. Also quasi wie eine kleine Community, die ihr da so habt innerhalb des Campus. Ja. Das ist cool, da ist bestimmt auch nicht langweilig geworden in der Zeit jetzt, oder? Nee, also ich bin ja schon vor 3,5 Jahren hingezogen, ich habe den Bachelor auch schon dort gemacht. Und da habe ich das vorher auch noch ein bisschen mitbekommen, das war zwar anders, aber es war, also während der Pandemie, die ja immer noch ist, gab es auch gute Dinge, die man so machen konnte. Ja, ich sag mal, in dem Rahmen der Vorgaben war ja auch noch einiges möglich, gerade im Freien. Nur wenn es halt ein bisschen kalt ist und im Winter, ist das auch schwer. Aber ich finde es cool, dass ihr da so direkt am Campus seid. Und ich meine, da lernt man sich ja auch schnell kennen. Also davon gehe ich einfach aus. Und dass ihr dann noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt seid, so unter den Studierenden als wir vielleicht, könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Du hast, Laura hat vorhin erzählt, du kommst ja aus Köln. Da gibt es auf jeden Fall ein großes Freizeitangebot, aber hier auch. Da wollen wir auch ein bisschen drauf eingehen, weil das bestimmt die Studieninteressierten auch interessiert. Was kann man denn hier machen, auch jetzt mal abgesehen von der Pandemie? Also
wie es davor war zum Beispiel. Aber vielleicht fangen wir erstmal an, wie ist das denn bei euch so von der Freizeit zum Studium? Habt ihr, wie viel Freizeit räumt ihr euch so ein? Oder habt ihr, vielleicht Laura, erzählst du mal ein bisschen, du bist ja gerade aus einer sehr intensiven Phase. Mhm. Ja. Also es ist immer so eine Mischung aus, habe ich jetzt gerade viel Freizeit, nehme ich mir auch die Freizeit oder lebe ich halt für das, was ich gerade mache. Und da gibt es halt so Phasen, wo du wirklich sehr viel in deinem Studiengang lebst und sehr viel mit dem halt machst oder auch mit Leuten aus deinem Studiengang machst. Vor allem oder Leuten, die halt mit uns hier studieren am Steiger Campus, dass wir dann halt, dass du deine Freizeit auch damit verbringst, dass du anderen Leuten bei Projekten zum Beispiel hilfst, dass du bei Ausstellungen hilfst, dass du zum Beispiel bei den Filmen regelst, einfach weil es so eine enge Community hier unten ist, dass wir uns halt gegenseitig einfach unterstützen in den Sachen, die wir machen, und dann dafür natürlich auch Freizeit drauf. Aber es ist auch so ein bisschen, ist es ja auch Freizeit, ne? Es ist halt, so, ja. Es ist halt das, was wir machen wollen. Mhm. Das ist das, wo wir hinwollen. Und dass wir irgendwie einen ständigen Austausch haben zwischen Leben und Arbeit und Gestaltung und Kreativität und Weiterentwicklung von mir selber in meiner Arbeit. So. Und dann ist Freizeit, würde ich jetzt nicht so klar definieren, in einem schönen Punkt, sondern es ist mehr so ein Teil davon, wo jemand drumherum baut, ob wir an die Mosel gehen im Sommer und mit den Leuten vom Campus noch schnell 2-3 Bier trinken und ein bisschen grillen, und dann geht man vielleicht danach nochmal eine Runde ins Atelier nähen, oder ob man ja wirklich den ganzen Abend dort verbringt oder ob man Sport gemeinsam macht und all solche Dinge. Das ist einfach dadurch, dass der Campus ja auch relativ klein ist, oft irgendwie mit der Community vereinbart. Mhm. Ja, ist überschaubar, man kennt sich halt. Das ist auch so ein Theme, was sich durch Trier zieht. Allerdings ist es bei dir natürlich was ganz anderes. Du hast ja einen sehr projektorientierten Studiengang, Modedesign. Ja. Ich kenne das von meinem Studiengang auch so, ich auch Gestaltung studiere. Aber dann gibt es natürlich auch eher klassische Studiengänge, die auch mit Klausuren verbunden sind. Wie sieht das denn bei euch aus, so mit Freizeit? Also wir haben bei uns auch Projekte. Kommt natürlich dann immer darauf an, was genau man studiert oder welchen Fachbereich genau man belegt, welches Studienfach genau man belegt. Das unterscheidet sich halt alles ein bisschen voneinander. Klausuren, es gibt halt ein paar Klausurenphasen. Das ist halt dann so bald praktisch die Semesterferien beginnen. Da wird gelernt. Also jetzt aktuell. Ja, also ich habe jetzt gestern meine letzte Klausur für die Phase geschrieben. Ah, Gratulation. Es kommen noch welche. Das ist leider noch nicht vorbei. Mhm. Aber ich werde jetzt meine Woche in Urlaub fahren. Das brauche ich jetzt erstmal und dann geht es wieder weiter mit Lernen. Also während der Vorlesungszeit, wenn man da halt wirklich an den Ball bleibt, dann kürzt sich der Stress schon ein bisschen raus, aber man muss halt wirklich gucken, dass man was macht. Also es ist halt nicht so wie in der Schule, dass man irgendwann mal anfängt. Man muss halt wirklich dranbleiben, sonst ist es halt irgendwann. Gut, das gehört natürlich zum Studium auch so ein bisschen dazu, ne? Also ja, sehr schön, dass man sich von sich aus engagiert und lernt, anfängt zu lernen. Wie ist das bei dir wahrscheinlich auch ähnlich? Du bist ja noch im Bachelor. Ja. Du studierst schon im Master, Vanessa. Genau, ich erinnere mich, dass es bei mir im Bachelor auch deutlich entspannter war, logischerweise, obwohl ich das damals bestimmt nicht so wahrgenommen habe. Wie ist es denn bei dir aktuell? Also vielleicht, wenn ich später mal Master bin, denke ich auch, dass es entspannter war. Im Moment finde ich es überhaupt nicht entspannt. Also ich bin tatsächlich noch mitten in der Prüfungsphase. Ich habe Donnerstag noch ein Abnahmegespräch und Freitag eine Klausur. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, man muss wirklich während dem Semester eigentlich am Ball bleiben, man darf es nicht schleifen lassen. Also wenn man immer, sag ich mal, sich an die Abgaben hält, die Vorbereitungsaufgaben und alles mitmacht, ist es aber auch zu schaffen. Also es ist nicht so, dass man am Ende vom Semester da steht und hat so einen riesen Berg, den man nicht bewältigt kriegt, außer man macht halt nichts. Und dann steht man da und dann sind das echt intensive Phasen. Bei uns ist es halt so, die Prüfungsphase geht meistens nur über 4 Wochen, also wir haben eigentlich Ende Februar immer schon alle Klausuren sozusagen durch. Es gibt noch ein paar, die fallen in den März, und meistens ist es
Also es ist nicht bewusst so, aber bei mir war es bisher immer so, ich hatte fast alle meine Klausuren entweder in einer oder in maximal zwei Wochen. Das heißt, ich habe dann halt schon 5 bis 6 Klausuren, die ich in 1-2 Wochen schreibe. Das ist ein großer Stressfaktor, aber den kann man halt auch selbst beeinflussen, so durch das Vorbereiten und Lernen. Und dafür hast du danach dann wahrscheinlich ein bisschen entspanntere Zeit. Dadurch habe ich dann halt den Vorteil, ich habe quasi jetzt zum Beispiel dann den ganzen März nichts zu tun und auch fast den ganzen April, weil das nächste Semester geht ja erst am 20.04. los. Könnte man meinen. Ha. Ich bin ja noch in der Hochschule in Krefeld aktiv. Ja. Und arbeite nebenher. Genau, ich wollte auch gerade sagen zu dir, in Sachen Freizeit, du bist natürlich auch freiwillig, engagierst du dich ja für den Studierendenausschuss. Ja. Von daher kommt da natürlich auch noch ein bisschen was hinzu, aber du machst es ja gerne. Also ich mache es sehr gerne, aber ich bin jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel für einen Studenten, der gerne Freizeit hat. Also es ist auch viel Arbeit tatsächlich, das darf man nicht unterschätzen, es kommt viel Organisatorisches noch dazu. Aber ich finde es eigentlich ganz cool so. Also wir beeinflussen ja auch viel. Wir können viel für die Studis vor Ort halt auch mit entscheiden und mit in die Wege leiten und so. Und das ist eigentlich ein cooler Weg, wenn man so am Ende seines Studiums dann zurückblickt und sagen kann so, ey, ich war Teil davon, ich habe das mit irgendwie an den Start gebracht und konnte da irgendwie für die späteren Studis was bewegen, wo dann halt später Leute davon profitieren können. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja. So. Und ich, also so wie Laura gesagt hat, so man macht das so ein bisschen, ja, weil man will. Also es steht ja niemand und sagt so, du musst es machen und du musst dich einbringen, sondern es ist echt, man hat ja die freie Entscheidung, wie man seine Freizeit oder so verbringen will. Und das ist auch eher so, das fühlt sich ja nicht wie Arbeit an. Man macht es gerne und man findet auch seine ganzen Freunde so darüber. Also ich habe über die Arbeit im Master eigentlich meinen kompletten Freundeskreis in Trier gefunden. So über die Fachschaften und so, über die ganzen anderen Studis, weil Corona kam ich ja nicht mehr. Ja, das stimmt, das kommt auch nicht. So. Ja. Ja. Aber das heißt, also wenn man sich die Zeit einräumt, dann ja, hat man ja auch die Freizeit, sag ich mal. Genau. Wenn man sich jetzt nicht gerade noch viel engagiert, was ja auch als Freizeit gelten kann. Ihr habt natürlich den kürzesten Weg zum Campus, würde ich mal sagen. Wie sieht denn das bei euch so freizeittechnisch aus? Habt ihr viel Freizeit, wie ist das mit der Klausurenphase? Also eigentlich kann ich mich da auch mal anschließen, was du gesagt hast. Bei uns sind es auch so, also bei mir war es jetzt immer so 3 Wochen mit 2 Klausuren pro Woche. Das war eigentlich machbar, da muss man dranbleiben während dem Semester. Ja, aber also ich engagiere mich auch ehrenamtlich und arbeite auch im Campus im Green Office. Das ist ein Nachhaltigkeitsbüro und wir machen halt auch viele Projekte so rund um das Thema. Also veganes Frühstück oder Kleidertauschpartys, das ist echt ganz cool. Und ja, das mache ich dann auch so in der restlichen Zeit im März und im April. Ja, und ansonsten haben wir richtig viele Sportmöglichkeiten. Also wir haben Tennis, Basketballplatz, Fußballplatz, Volleyball, Tischtennis, einen Kraftraum sogar, ein Fitnessstudio. ja, das ist richtig schön cool. Wir sind dort. Dann haben wir noch eine Teestube und natürlich unser Kabel, unsere Campus-Kneipe. Ah, ja, von der Campus-Kneipe habe ich neulich auch schon was gehört. Das klingt sehr cool. Also, wie kann man sich das vorstellen? Betreut ihr die selber oder ist sie von irgendeiner Organisation oder gehört ihr quasi in einen Wirt? Also, dann arbeiten dann hinter der Bar schon Studis. Ja. Ah, cool. Also, ja, die verdienen dann auch Geld. Ja. Das ist schon praktisch für die. Das ist schon ziemlich cool. Ja. Ja. Ich vermisse das ein bisschen. Dann warst du auch schon mal da? Ja, also ich habe ja ein Semester auch da studiert. Also der Umwelt Campus ist schon ziemlich cool aufgebaut. Auch das Sportangebot, das ist eigentlich mega. Das würde ich mir hier für Trier auch ein bisschen. Ja, vielleicht. Ich meine, hier hat man natürlich die Stadt direkt. Ne? Also wir haben ja oben am Schneidershof auch Beachvolleyballplätze. Genau, ja. Zum Beispiel. Oder hier die LGS. Ne? Also Trier bietet da ja super viel. Schöne Umgebung, um Sport zu machen. Ja, aber ja. Eine eigene Studienkneipe ist natürlich nochmal was anderes. Die sind dann auch im Sommer aber eigentlich schon viele Studierende. Ja, das stimmt. Ich glaube, der Unterschied ist halt auch so ein bisschen, dass es da zentriert an einem Ort ist. Also Trier steht natürlich im Umweltcampus da an nichts nach. Also Sportangebote und Kultur gibt es auch. Aber du hast es halt nicht irgendwie nur einen 5 Meter Unterschied. So, du gehst 5 Meter und bist im Kanu und dann gehst du wieder 5 Meter und bist in der Teestube. Und zum Beispiel zum LGS oder so, muss man noch laufen. Wobei man das auch das stimmt, kreativ gestalten kann. Ja, ja, aber dann
dann gehen wir noch mal so ein bisschen auf die Freizeitmöglichkeiten ein. Du hast gerade schon super dargestellt, was der Campus Birkenfeld alles so liefert, also über dein ehrenamtliches Engagement. Ich meine, ihr macht ja super viel im Thema Nachhaltigkeit, der Friesauer Campus bekannt. Aber ich finde es auch cool, dass ihr so ein breites Sportangebot habt und euch auch freiwillig auch darüber hinaus über das Studium, was ja auch im Nachhaltigkeitsgedanken strukturiert ist, engagiert. Wie ist das denn so mit Feiern gehen im Birkenfeld? Also, dann mal neben der Studienkleidung. Ja. Gibt es da auch Clubs oder so? Ja, man kann natürlich mit dem Zug auch wohin fahren, nach St. Wendel oder so, oder nach Birkenfeld, aber ich muss sagen, da war ich noch nie. Also, weil, wenn man nach einer Party sucht am Campus, dann findet man auch fast jeden Tag einen. Also, das ist der große Vorteil, aber auch der große Nachteil, weil die finden dann halt meistens in den Wohnheimen statt oder draußen irgendwo und nicht nur am Wochenende. Ja, aber ja, gut. Wenn man also feiern will, kann man immer was finden. Also du hast auch noch nie irgendwie den Bedarf gesehen, da irgendwie die nächste größere Stadt zu fahren und dann feiern zu gehen? Nee, also so Cocktails trinken oder so, da fahren wir schon öfter mal nach Niederoberstein oder nach St. Wendel. Saarbrücken ist auch noch drin, Mainz ist ein bisschen weiter weg, aber da kommt man überall mit einem Ticket hin. Ja, mit einem Studieticket. Ja. Ja, das ist natürlich praktisch, da müsste man sich auch keine Gedanken um den Fahrer machen. Aber nicht nach Trier. Echt? Also nach Trier ist halt schlecht mit dem Bus von uns aus. Echt? Das ist schade, weil. Das ist echt ein bisschen schade, weil vielleicht würdet ihr ja öfters mal bei unseren Partys auch vorbeischauen. Weil, also ich kenne das immer hier vom Campus Gestaltung, Laura kennt es ja auch. Wir veranstalten natürlich auch von den Studierendenschaft häufiger eine Feier, wenn es nicht gerade eine Pandemie vor der Tür steht. Aber genau, also bei uns ist es auch, dass wir campusintern viele Partys machen. Natürlich bekommen wir auch vom Schneidershof viel mit, der ist ja direkt um die Ecke, da können wir gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber ich habe das damals so wahrgenommen, als ich hier an den Campus gekommen bin. Also es hat mir super viel Freude bereitet, so viele neue Leute kennenzulernen und auch so offen. Also sei es das Gespräch in der Mensa oder halt dann abends bei einer Party oder Schandball-Turnier oder ein Bierpunkt-Turnier oder was hier nicht angrillen oder Nikolaus-Party, genau. Es sind auf jeden Fall viele legendäre Events dabei gewesen und ich würde mir auch wirklich wünschen, für alle, die drüber nachdenken oder bald hier anfangen in der Hochschule, dass auch ihr so eine Zeit miterleben könnt, weil das wirklich auch die Studierendenschaft zusammengeschweißt hat. Also ich stelle mir das ähnlich vor wie bei euch in der Community, in den Studierendenwohnheim, auch oder in der Studiekneipe. Man hat oft dieselben Gesichter und dann bilden sich halt neue Freundschaften. Das ist ja schön an so einem neuen Lebensabschnitt, Abschnitt wie ein Studium. Und ja, also gerade hier am Campus selber ist immer viel passiert, was Partys angeht. Aber auch, Laura hat es schon ein bisschen erwähnt, hier hat natürlich auch eine ausgeprägte Kneipenkultur. Also vielleicht kannst du da mal das eine oder andere Wort verlieren. Oder ihr auch gerne, ihr seid ja auch hier im Trier. Du kennst dich ja sowieso aus. Ich habe das schon vor meinem Studium gemacht. Ja, also neben den ganzen Partys, die wir hier in der Hochschule geschmissen haben, die natürlich immer von den verschiedenen Fachschaften zusammen organisiert worden sind und dadurch halt dann immer auch so generell eine Gemeinschaft geherrscht hat, gibt es halt ein relativ breit gefächertes Angebot an Nachtleben, wo die natürlich, weil es in Studentenstadt ist, immer von Donnerstag bis Samstag durchlaufen. Bis Sonntagmorgen meistens. Und jetzt natürlich nach der Prüfungsphase, weil die Uni ja auch relativ groß ist, jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen Montag bis Sonntags durchlaufen. Und natürlich zum Semesterstart gibt es super viele Angebote. Also wenn das Semester startet, gibt es halt von diversen Fachschaften eine Party, von diversen Fachschaften der Uni eine Party. Es gibt Kneipentouren, es gibt alles Mögliche wird angeboten. Und das ist immer auch ganz schön, einfach andere Gesichter kennenzulernen. So. Ich liebe meine Gestalter, sage ich so offen, ich liebe den Campusgestalter, weil wir alle irgendwie miteinander auskommen und irgendwie ein bisschen verrückt sind. Vielleicht. Aber es ist auch schon mal ganz lustig, wenn man dann so einen Psychologiestudenten stellt.
und der irgendwie überhaupt nicht damit anfangen kann, wovon du redest und wirklich denkst, du bist vermutlich eins seiner besten Objekte, was er seit langem gesehen hat. Na ja, gut, ich meine, also du hast ja vorhin erzählt, du kommst aus Köln. Ja. Dann, ich meine, Trier ist schon nochmal eine Ecke kleiner als Köln. Aber würdest du sagen, dass ihr irgendwas vermisst, so was Partyleben angeht? Nicht wirklich, weil eigentlich was so Trier halt so immer ausmacht, ist, dass du im Endeffekt könnte ich mich jetzt donnerstags alleine, weil ich keinen Bock habe, alleine zu Hause zu sitzen und irgendwie aber alle meine Freunde sind irgendwie beschäftigt oder unterwegs oder schon müde und ich gehe trotzdem einfach, sag ich, ja egal, ich bin alleine zappe und ich treffe mindestens 4 Leute. Also dieses so, egal wann und zu welcher Uhrzeit man irgendwo hingeht, man wird irgendwie treffen, den man kennt und das finde ich macht halt den Charme voll hinaus. So, du bist mit deinen Freundinnen unterwegs oder mit deinen Freunden unterwegs und du gehst im Club 11 nachts und du siehst irgendwie, ja, komplett einmal irgendwie ein Semester da stehen. So lustig, dass du halt so immer wieder auf Leute triffst oder spätestens beim Gemüsedöner nachts um 5 oder beim Bärisch um 5 triffst du irgendwie, den du kennst, der genauso einen lustigen Abend hatte wie man selber und man sagt, ah, du warst da, ja, da wollen wir eigentlich auch ein paar, aber nein, und dann das haben wir doch, und dann, ja. Schließt man sich vielleicht noch an. Man schließt sich noch an und geht noch irgendwie um die Ecke oder so. Also das ist irgendwie, das macht dann halt irgendwie den Charme aus, so dass du überall auch nur 10 Minuten hin brauchst, so nicht 40 Minuten der Radfahrt, sondern 20 Minuten der Radfahrt. Ja, das finde ich auch auf jeden Fall ist ein großes Pluskriterium. Vanessa, du bist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch hier aufgewachsen. Ne? Ja. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus deiner Perspektive erzählen. Wie nimmst du denn hier so das Nachtleben oder die Freizeit- und Kulturangebote wahr? Ich glaube, wenn man hier aufgewachsen ist, dann ist das nochmal ein bisschen anders, weil man hat halt nie mehr erlebt, sag ich mal. Also man ist halt immer nur diesen Standort von Trier gewohnt. Wenn man jetzt, also wenn ich jetzt mal in eine größere Stadt gehe, weiß ich nicht, nach Frankfurt oder so, und gehe da feiern, also wirklich in Clubs, ich glaube, das ist halt anders, als wenn ich es hier mache. Das kann man auch nicht bestreiten, aber ist halt, wie es jedem selber gefällt. Also klar, hier kennt man dann jeden. In Frankfurt würde man dann zum Beispiel jemanden nicht kennen. Wenn man dann in den Club geht, ist das jetzt vielleicht Vorteil, ist das Nachteil, ist halt die Frage. An sich finde ich es okay, also ich meine, halt, es ist okay hier feiern zu gehen. Wie gesagt, man ist, also ich bin auch mit den Kneipen zufrieden. Da fühle ich mich wohl, da ist es okay. Ich sag's auch okay. Das ist vollkommen okay. Ich auch. Okay. Ja, also ich auch. Ich muss auch sagen, ich komme auch aus NRW, also aus Bonn. Ist ja direkt bei Köln. Und ich muss sagen, ich war eigentlich echt beeindruckt davon, weil ich Trier immer so als Dorf gesehen hatte, bevor ich hier gelebt habe. Dass die Szene, also oder die Clubszene überhaupt so ausgeprägt ist. Also ich hatte irgendwie gedacht, hier gibt es vielleicht einen oder zwei Clubs, aber es sind ja deutlich mehr in Trier. Also Bonn hat auch erstaunlich wenige. Das stimmt auch, ja. Also ja. Man hat 3. Ja, das stimmt, genau. Das bringt neben Köln liegt. Und lieber nach Köln zu fallen. Aber trotzdem, also auch so, ich meine so gerade was so zum Beispiel die elektronische Musik angeht oder die Hip-Hop-Szene in Trier. Also ich war schon beeindruckt davon, dass das hier so ausgeprägt ist und dass man da so Leute für findet. Also weil ich da nicht von ausgegangen bin. Ich dachte halt echt, das ist so ein kleines Städtchen. Ist es ja auch, aber hat auf jeden Fall ein bisschen was auf dem Kasten. Ja. Wie siehst du es? Du hast schon ein bisschen berichtet, dass du nicht so die Erfahrung bisher sammeln konntest, weil du halt gerade zum Anfang der Pandemie hergekommen bist. Ich bin jetzt nicht so der wöchentliche in der Trierer Stadt unterwegs Gänger sozusagen. Aber also ich komme aus dem Saarland, aus einem kleinen Dorf. So. Bei uns ist halt, nicht mal ein Kino oder so, bei uns ist halt nichts so. Du musst erstmal eine halbe Stunde mit dem Bus fahren, um in die nächste größere Stadt zu kommen. Wir haben zwar natürlich Saarbrücken und das ist dann klar, aber man wohnt ja nicht in Saarbrücken. Und für mich war es dann so vom Saarland aus meinem Dorf hierher. Für mich ist das gefühlt eine Großstadt. Ich laufe 5 Minuten irgendwo hin und alles ist um mich rum. Ich glaube, wenn man aus Köln oder aus einer größeren Stadt kommt, ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl.
Also ein Mitbewohner von mir kommt aus Frankfurt, der sagt, Trier ist ein Dorf. Das höre ich oft und ich finde so, Trier ist ein Dorf, aber irgendwie auch eine Stadt, so, also für mich so. Das ist halt, wie die anderen gesagt haben, so, man geht in die Innenstadt, man trifft jemanden, den man kennt, es ist wie eine große Familie irgendwie so, aber es fühlt sich nicht an wie so ein Dorf, sondern wie eine Stadt. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Sinn ergeben hat. Doch, ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Was ich halt auf jeden Fall auch so für Studienanfänger oder so sagen würde, nehmt alles mit an ersten Veranstaltungen, was geht. Kneipentour, und wenn ihr keinen Alkohol trinken wollt, ihr könnt euch da auch mit Sprudel die Karte geben, zum Beispiel. Aber man lernt so viele super coole, nette Menschen kennen aus so vielen Fachbereichen. Man hängt später eh ständig mit seinen Kommilitonen ab. So. Also man sieht seine Leute ja sowieso immer. Und später, wenn man erstmal so 6 Semester irgendwie in seinem Studiengang war und nie rausgekommen ist, finde ich, also man hat natürlich auch nichts verpasst, aber man lernt so viele Menschen kennen. Man kann auch einfach bei den Philos oder bei den Jura-Leuten auf den Ersti-Touren mitgehen. Die fragen da nicht nach, in welchem Studiengang man ist oder so. Man geht da mit, man kriegt was in die Hand gedrückt und dann ist man einer von denen so. Dann kann man für einen Abend ein Jura-Student sein. Wenn man das möchte. Wenn man das möchte. Jetzt als Beispiel nur. Also man kann das auch gerne mit den Munis machen oder mit den Erolern, mit den Gestaltern. Das sind sehr tolle Menschen. Aber auch die Leute vom Hauptcampus, vom Uwe-Campus. Ja. Stürzt euch richtig rein. So, nehmt alles mit, was geht. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen, der hier anfängt. Aber es ist ein gutes Stichwort, dass du so einen Tipp gegeben hast. Wir kommen ja auch langsam zum Ende unserer kleinen Gesprächsrunde. Habt ihr denn vielleicht irgendwie so einen Rat oder einen Tipp einfach oder irgendwas für die, die jetzt quasi gerade erst anfangen? Ich glaube, bis auf du sind wir ja alle schon im Master hier. Wir sind ja schon eigentlich... Also die alten Hasen. Ja, also generell aufs Studium bezogen oder vielleicht auch das Studium hier in Trier bezogen. Ja. Hast du da einen Tipp für uns? Oder für die Zuschauer? Gute Frage. Also auf jeden Fall schon auch wie ein Camp gesagt hat. Also am Anfang wirklich Zeit verbringen mit den Leuten, die man so auch im Semester hat, aber auch vor allem mit anderen Studiengängen so ein bisschen einfach offen dafür zu sein, neue Leute kennenzulernen, weil es einem einfach, vor allem jetzt bei Gestaltung, super viel weiterhilft, wenn du einfach auch andere Studiengänge kennenlernst. Und wenn du nachher eine Frage hast, wie Photoshop funktioniert, kann dir halt dann ein KDler oder ein Intermediate Design Student besser weiterhelfen als vielleicht ein anderer Multidesign Student. Das heißt einfach, durch die Kontakte zu pflegen, die man da auch so ein bisschen hat, diese Freundschaften zu unterstützen und sich gegenseitig einfach in dem, was man tut, zu bestärken, weil ja, nicht immer ist die erste Idee die beste, aber der Austausch, den man halt dann hat, bringt halt super viel weiter. Und keine Angst davor zu haben, Fragen zu stellen. Also das ist, glaube ich, voll wichtig. Also vor allem auch bei allen Studiengängen, glaube ich, so, dass man überhaupt gar keine Angst davon haben muss, egal wie eine Frage zu stellen, wenn es um irgendwas ins Studium geht, sondern lieber dreimal nachzufragen, um dann wirklich das verstanden zu haben, wie auch unsere Programme funktionieren. Also wie man sich für eine Prüfung anmeldet und sowas. All solche Dinge, dafür sind ja eigentlich die höheren Semester da und keiner weiß von uns eigentlich, dass ich dann in kein Problem. Okay, also so viel zu deinem Tipp. Ja, wie ist das denn einfach? Lisa, hast du was? Ja, also einiges wurde ja schon angesprochen. Also ich finde es wirklich sehr sinnvoll und auch cool, sich in Fachschaften im Aster oder im Green Office zu engagieren. Und da lernt man natürlich dann auch wieder neue Leute kennen und die sollte man auch wirklich fragen nach allen Dingen, weil das hat mich wirklich sehr weitergebracht von Leuten, die schon die gleichen Module belegt haben, den gleichen Studiengang gemacht haben, was die so für Erfahrungen gemacht haben. Also, ja. Also Fragen stellen. Und verletzen. Genau. Ja, das würde ich auch so auf jeden Fall unterschreiben. Also meiner Meinung nach, ich habe mich auch, glaube ich, seit dem zweiten Bachelorsemester oder dritten in der im Fachschaftsrat engagiert und dadurch super viel Eindrücke bekommen, auch was Eventplanung angeht, aber auch Kommunikation und so. Und es war immer cool, ich konnte immer Fragen von den Älteren
Der hat mir immer geholfen, sozusagen, wie das alles geht. Und jetzt mittlerweile zähle ich selber zu den älteren unbeantworteten Fragen von den Jüngern. Und ja, ein weiterer Tipp von mir wäre auch, auf jeden Fall an den Studienort zu ziehen. Ich weiß, dass das momentan mit der Pandemie und der Online-Lehre manchmal praktischer erscheint, zu Hause wohnen zu bleiben oder von da, wo man jetzt gerade halt ist, das Studium anzugehen. Aber ich glaube, wenn man gerade in Trier ist es, wir haben es schon mehrmals angesprochen, es ist sehr familiär hier, man kennt sich. Ja, und gerade wenn man einen guten Anschluss finden will, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn man auch in den Ort zieht, wo man studiert. Weil dann ist es halt eben ein Fußweg, um mal gerade an die Mosel zu gehen oder zu grillen im Palastgarten. Ja, also das wäre so mein Tipp für euch. Wie sieht es bei dir aus, Anja? Also ich kann dir viel dazu stimmen auch. Ich habe ja das erste Semester auch noch gependelt und bin dann erst hergezogen. Und das macht auch, also ich finde, es macht einen riesen Unterschied. Und man bleibt nicht mehr bis abends um 9 Uhr in der Stadt und selbst dann keine Party um 9 Uhr vorbei. So. Und, ich weiß nicht, jetzt geht man eher so um 3, 4 Uhr nach Hause. Man kann auch länger bleiben, also es gibt auch Kneipen, die noch länger aufwarten. So, aber man fährt nicht mehr nachts um 4 Uhr mit dem Zug nach Hause, um dann am nächsten Tag wieder um 8 Uhr zu Kehrt zu kommen. Das ist halt Quatsch so. Also herziehen ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Was ich sagen würde noch zu dem, was die anderen eh schon gesagt haben, nehmt euch Zeit so. Also, Man hat ja dieses Regelstudienzeit im Kopf und diesen Stress, sich so irgendwie ins Studium reinzubringen. So. Aber es ist nochmal eine Umstellung. Also es ist nochmal anders als Schule. Es ist viel mehr Eigenverantwortung. Man ist ja eh schon selbstständig, aber man wird dann richtig selbstständig. Vor allem, wenn man herzieht und so viel Verantwortung hat. So. Man sollte sich echt Zeit lassen, Zeit genießen, weil das kommt auch nicht mehr. Man hat nicht mehr diese Freizeit und diese Möglichkeiten, die man im Studium hat. So. Später hat man seinen Job, man hat noch mehr Verantwortung. Und man sollte die Zeit nicht irgendwie genießen und so für sich selbst das Beste draus machen. Ja, dem kann ich mich eigentlich schon anschließen. Ich würde vielleicht auch noch als Tipp geben, wenn Vorkurse angeboten werden von der Fachschaft, vom Fachbereich, dann nehmt das halt dann auch wirklich in Anspruch, weil da wird man nochmal ein bisschen besser drauf vorbereitet, was da auf einen zukommt. Und da bekommt man dann auch nochmal einen Einblick, was überhaupt gefordert wird, weil das hat man auch meistens nicht so vor Augen. Also manchmal meldet man sich einfach an und macht so, ja, ich mach das jetzt, und man hat halt eigentlich gar keine Ahnung, was da überhaupt auf einen zukommt. Deswegen einfach alles mitnehmen, was geht. Auch wie gesagt, bei den Kneipentouren alles mitnehmen. Ich habe es jetzt im ersten Semester zum Beispiel bei mir nicht gemacht, dass ich mich da schon so richtig eingebracht habe, dass ich bei den Kneipentouren überall dabei war. Es ging halt auch gar nicht, weil ich noch ein bisschen außerhalb von Trier gewohnt habe und der Bus halt zu einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr gefahren ist. Das war dann halt schon ein Nachteil für mich. Das hat sich dann auch erst alles so entwickelt, dass ich dann irgendwann den Anschluss gefunden habe, als ich dann in die Fachschaft eingetreten bin und dann da auch mitgewirkt habe. Dann hat sich das einfach ein bisschen zum Guten gewendet. Naja, aber wie gesagt, also da schließe ich mich den Vorrednern an. Ja, ich habe auch noch was. Ja. und ich weiß nicht, wenn man irgendwie Hilfe braucht oder sich so nicht unbedingt jemanden hat, an den man sich wenden kann oder wo man weiß, wo man hin soll, die Fachschaftsräte, der Asta, der Stupa, also all diese Gremien, in denen halt echt nur Studis sitzen, da kann man sich auch immer hinwenden. Also gerade die Fachschaftsräte, das sind halt immer Leute, die das Gleiche studieren, die können einem sowieso weiterhelfen, und der Asta ist dann nochmal so ein bisschen, der kann halt nochmal vermitteln. Generell quasi auch, weil studienübergreifend fragen. Ich fand den Tipp auch super, sich vorher so ein bisschen zu informieren. Dafür machen wir sowas wie den virtuellen Infotag heute. Und ich kann nur von meiner, ich habe ein Semester was anderes studiert und dann halt erst während dem Semester gemerkt, dass das überhaupt nicht für mich ist. Ich glaube, wenn ich im Vorhinein mich auch ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hätte oder vielleicht auch Studierende, die schon das studieren, gefragt hätte, wie das so ist, vom Inhalt und so, dann hätte ich mir dieses Semester auch sparen können wahrscheinlich. Von daher, fragt einfach die Fachschaftsräte. Wir machen zum Beispiel auch Mappenberatung, was ja in der Gestaltung wichtig ist. Aber auch über die Studieninhalte könnt ihr auch die einzelnen Fachschaftsräte immer fragen. Also ich weiß nicht, wir werden oft über Facebook oder Instagram angeschrieben, aber es gibt natürlich auch den offiziellen Mailweg. Und darüber hinaus stehen wir euch in gewissen Teilen ja auch heute noch nach dieser Gesprächsrunde zur Verfügung in einem persönlichen Meeting. Also falls ihr Fragen habt,
stellt sie einfach dort und ansonsten halt direkt an die Fachschaftsräte. Ansonsten würde ich mich bedanken für das Gespräch. Es war cool. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Eindruck von den Studiengängen in Trier geliefert. Ich hoffe, dass ihr jetzt alle einrichten konntet. Ich wünsche euch viel Spaß am virtuellen Infotag. Informiert euch, stellt Fragen und ja, bis zum nächsten Mal.